So, hier sind wir wieder bei dem Projekt Baureihe 24. Da hatte ich ja schon die Schildmasse freigemacht, Motorkabel, ein zusätzliches angelöst, beziehungsweise angelötete Stromabnahme. Da muss ich jetzt dran, die Motorkabel wieder anzulöten. Da nehme ich die hier, die ich hier habe, die schneide ich dann hier durch und mache da dann die Decoderkabel dran, führe die wieder nach hinten. Ja, löte das dann da dran. Und dann ist das soweit eigentlich schon mal da auf jeden Fall verbunden. Das heißt, das machen wir jetzt erstmal hier ab. Schauen wir, das possible. Die muss ich dann abisolieren. Da sind jetzt meine Kabel, die zum Motor laufen, und die anderen beiden sind logischerweise meine Stromabnahmen, einmal rechts und einmal links. Drähte sind blank. Das heißt, das kann ich jetzt anlöten. Das ist meine Motorkabel. Wie gesagt, das ist meine Leitung, die von hinten kommt. Die muss ich jetzt mal hier durchführen. Das war eine zusätzliche Stromabnahme von hinten. So, das ist da. Das sind dann die beiden Leitungen. Die muss ich jetzt wieder durch das Loch führen. Die kommen ja, wie gesagt, hinten an den Motor dran. So. Okay, das geht dann da drauf. So, ich werde jetzt hier erstmal die beiden Motoranschlüsse an den Decoder anlöten, damit ich das schon mal da dran habe. Kurz noch abisolieren. Einmal orange und einmal grau. So. Kurz ein bisschen Lot daran. Wer mein Video gesehen hat mit dem Digitalisieren der Bachmann Spektrum Dash 8, wird den Decoder vielleicht wiedererkennen. Das ist nämlich der Decoder aus der Dash 8. Und den baue ich jetzt einfach hier in die 24 ein. Fertig. So. Gucken wir mal. Das jetzt noch dran gelötet kriegen. Ja, ist ein bisschen viel Lot da dran. Weg. So, eine Seite.
dran. Das ist wieder eine Orange. Die nächste Seite, die dran kommt. Okay, das ist auch dran. Jo, das sind die Motoranschlüsse. Dann kann ich ja gleich als nächstes die Stromabnahmen da dran machen. Muss ich gucken, da habe ich ja noch das hintere Kabel. Ne, ich löte erstmal hinten jetzt die Motorkabel an. Und gucken. Jetzt kann ich die noch ein bisschen nachziehen. Ein bisschen mehr Kabel brauche im hinteren Tender. Brauche ich noch ein bisschen mehr von dem Kabel. Gucken, dass das schön da drunter bleibt und nicht in das Rad reinrutscht. So, das muss ich ein bisschen kürzen, das rote. Das geht dann da drüben dran. Kann ich auch hier oben anlöten, sehe ich gerade. Da dran kommt das. Da oben an dem Pol. Das anlöten. Das machen wir zuerst, beziehungsweise als nächstes kommt das jetzt da oben dran. Jo, das passt ganz gut. Und hier schon ein bisschen Lot dran. Hält das ein bisschen besser, beziehungsweise geht ein bisschen schneller dran, sagen wir es mal so rum. Hand wechseln. So, das ist jetzt der Motoranschluss links. Jupp, das ist dran. Das ist in Ordnung. Jetzt kommt noch die andere Seite. Kann ich ein bisschen einkürzen. Ganze verlöten, so das Lot dran machen an das Kabel. So, dann kann das auch da dran, den Motor. So, Kabel ist dran, dann ist das schon mal soweit fertig. Der Tender im Prinzip. Die Leitungen sind da soweit dran. Könnte man jetzt eigentlich das Gewicht schon wieder aufsetzen vom Tender. Jawohl. Das passt auch mit den Leitungen, die laufen schön unter dem Gewicht durch, so wie das sein soll.
Können wir das schon mal wieder festschrauben. So, die sitzt jetzt auch die Schraube. Ziehen wir die nochmal kurz ein bisschen nach hier. So, Tendergewicht ist wieder drin. Das heißt im Prinzip alles, was am Tender zu arbeiten war, ist jetzt fertig. Könnte man auch das Tendergehäuse eventuell schon wieder draufsetzen oder stört mich das irgendwo? Na, das lasse ich nochmal ab, nicht, dass mir da irgendwas abbricht. Gut. Jetzt geht es als nächstes darum, die Stromabnahmen anzuschließen an den Decoder, sprich schwarz und rot logischerweise. Jetzt kommen die Stromabnahmen da dran. Das muss ich einkürzen. Das ist ja das zusätzliche Stromabnahmekabel finden vom Tender, was ich nach vorne geführt habe. Das muss ich ja mit dem schwarzen Kabel verbinden, damit ich da nochmal eine zusätzliche Stromabnahme von hinten habe. Das war leider nur von einer Seite möglich. Das heißt, der Tender hat nur eine Stromabnahme auf einer Seite. Gut, sagen wir mal besser als gar nichts. Das muss ich jetzt irgendwie da zusammenwursteln. Dann kommt das vom Decoder, das Kabel, oder noch eine. So, kurz ein bisschen den Signierung anlösen, schmelzen. So, geht das ab. So, fangen wir mit Schwarz an, weil Schwarz wird kniffliger. So, zack. Kommen erstmal alle schwarzen Leitungen ein bisschen Lot. So, die muss ich jetzt irgendwie gucken, dass ich die zusammenkriege, die drei Dinger. Das wird immer ein Spaß. Drei Leitungen gleichzeitig zu verlöten. Ich mache erstmal die zwei zusammen hier. In der Hoffnung, dass dann die dritte relativ einfach da dran geht. So, das passt schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir noch den Kollegen da dran kriegen, ohne dass die beiden anderen wieder auseinanderspringen. Das ist halt immer das Schwierige an der ganzen Geschichte beim Anlöten eines dritten Kabels. Genau das. Hey, jetzt ist der ganze Rotz wieder auseinandergegangen. Ja, diesmal hat es funktioniert. Alle drei Kabel sind zusammen. Schrumpfschlauch drüber. Das sind dran. Jetzt fehlt noch die rechte Stromabnahme. Da haben wir ja zum Glück nur zwei Leitungen. Das ist dran. Schrumpfschlauch drüber. So, im Prinzip wäre jetzt die Lok so weit verkabelt, dass sie eigentlich fahren könnte. Ne? Die Stromanschlüsse sind dran und die Motoranschlüsse sind auch dran. Ja, das nächste wäre jetzt einbauen, sprich anlöten der vorderen Beleuchtung. So, das ist auch da dran. So, die 24 ist jetzt fertig verkabelt. Hier vorne habe ich logischerweise die LED eingebaut und habe da nochmal ein schwarzes Tape drüber geklebt, damit hier kein Licht ausstrahlen kann, damit das nur in den Lichtleiter reinläuft. Ja, entsprechend sieht man hier logischerweise Decoder weiß und blau geht vorne zur LED. Der Widerstand ist direkt da in dem kleinen Kästchen bei der LED drinne. Ansonsten Stromabnahme rot rechts, schwarz geht da runter und die Motoranschlüsse orange und grau sind da angeschlossen an das ursprüngliche Kabel der Lok, was nach hinten zum Tender führt. Plus ein weiteres schwarzes Kabel, was hier oben Strom abnimmt und nach vorne führt als zusätzliche Stromabnahme hinten im Tender.
Ja, das war das erstmal. Das kommt der Zusammenbau und dann gucken wir uns das wieder an. So, die 24 steht jetzt auf dem Rollenprüfstand. Schauen wir mal, wie sie läuft. Ja, das ist schon mal okay. Dann gucken wir nochmal, ob das Licht vorne funktioniert. Jawohl, Licht funktioniert auch. Ja, Licht hat sie im Tender ja hinten leider keins. Daher nur vorne die Lichtfunktion. Das heißt, ich baue da jetzt das Gehäuse oben drauf und dann gucken wir uns das gleich nochmal an. Ja, Zusammenbau heißt, der Decoder kommt jetzt hier in diese Öffnung. Da muss ich den jetzt reinstecken. Gucken, ob ich den vielleicht noch irgendwie fixiere mit dem Klebeband. Und dann ist er da drin. Tender wird hinten einfach das Gehäuse aufgeklipst und dann ist das auch fertig. Gut, machen wir mal. Ja, die 24 ist jetzt fertig zusammengebaut. Steht nochmal auf dem Rollenprüfstand, um vorne das Licht zu checken. Das sieht ganz ordentlich aus, denke ich mal. Schön hell, das passt. Ja, hinten gibt es wie gesagt kein Licht zum Kontrollieren, weil da leider keins drin ist. Ja, das war sie. Im Prinzip im Zusammenbau. Ja, funktioniert, wunderbar, prima Teil. Da bin ich ja schon mal ganz zufrieden mit. Süße kleine Lok. Gefällt mir. So, nochmal ganz kurz ein Fahrvideo. Das heißt, fahren tut sie wunderbar, die kleine 24. Ja, da bin ich doch zufrieden. Gefällt mir gut. Ja, wie gesagt, schöne kleine Lok. Danke euch fürs Zuschauen. Bis demnächst. Sag schon mal und tschüss. Und hier schon mal ein kleiner Ausblick, was demnächst dran kommt. Hier ist meine Lilliput Baureihe 18. Die wird dann in nächster Zeit umgebaut. Dann habe ich hier noch von Fleischmann eine Baureihe 39. Und von Fleischmann noch eine Baureihe 38. Die kommen auch als nächstes dran. Ja, das war es dann jetzt endgültig. Danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Bis demnächst und tschüss.